Prince-Carming-Erfolg? Sieger bekommt Dickpics. Basti ist nach seinem Prince-Carming-Sieg auf dem Männermarkt sehr gefragt. Der Student konnte vergangenes Jahr das Herz von Fabian Fuchs gewinnen, und obwohl die Liebe zerbrochen ist, kann sich Basti nicht beklagen. Er date im Anschluss einen anderen Kandidaten aus der gleichen Staffel des Formats. Leon, der ihm schnell über den Kummer hinweg half. Und wie er gegenüber Promi Flash verrät, auch nach Leon mangelt es Basti sicher nicht an pikanten Angeboten. Der Junggeselle gesteht, tatsächlich bekommt er am laufenden Band Dickpics auf Social Media zugeschickt. Im Promi Flash Interview beschreibt er dies als schmeichelnd, doch sieht er es gleichzeitig auch als etwas lästig. Ich antworte nicht. Ich lösche die Nachricht und die Sache ist gegessen, meint Basti. Für einen gewissen Fun-Faktor zeige er die Dickpic-Nachrichten dann gerne auch mal seinen Freunden. Doch die Angebote sind nicht immer nur unseriös, wie Basti offenbart. Der Prince-Carming-Sieger genießt generell eine hohe Dating-Anfrage. Und ob ernstes Interesse oder nicht, er werde grundsätzlich oft auf der Straße erkannt. Der Modemanagement-Student erklärt, der Vorteil ist, dass mich jetzt mehr auf dem Schirm haben. Die Leute wissen, wer ich bin. Und das weiß er auch sehr zu schätzen, ich liebe das komplett. Das ist so süß. Die Leute sind auch alle immer so lieb und freundlich. Anführungszeichen.